So, und ich habe den Stream jetzt auch schon angemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob dann wieder da vielleicht sogar die ersten Worte des Streams waren. Nice. Das kann zu. Oh, der Regen nimmt zu in 30 Minuten. Okay. Oh, oh. Ja, ich glaube, mein Conny ist gelaufen. Ich fahre jetzt vor allem nochmal schnell leer raus. Nochmal schön, wir werden steigende Regenmengen haben für die Quali. Ja, deswegen ist egal. 20 Minuten, ach 20 Liter einmal raus. Einmal Bestzeit fahren. Einmal allen zeigen, dass ich nicht leer gefahren bin. Ich fahr nochmal voll. Ja, ja, voll habe ich so viel Vertrauen, dass das funktioniert. So. Wir müssen jetzt nochmal eine Runde von dem Spiel kriegen. Ach Gott, und du bist direkt hinter mich heraus. Das war nicht gewollt. Was ist denn jetzt mit dem Setup gemacht? TC3 bin ich denn bekloppt? Ich hab das Setup nicht geladen. Was solltest du tun, wenn du vernünftig fahren möchtest? Ich bin so entfoldet, ne? Warum ist das Setup nicht geladen? Es wird aber gleich schon das erste Mal wild mit dem Drücken. Und vor allem Quali schnell raus und möglichst zügig die Runden setzen. Wobei in 30 Minuten geht das Quali los. Heißt, wir werden in stark nasse Bedingungen, glaube ich, kriegen. Ja, aber ich glaube, Steinauer wäre das ja schon. Ja, aber wir können doch schon mal überlegen. Jetzt mal rein theoretisch. In 10 Minuten geht ja gleich der Regen los. Heißt, wir werden ja gleich noch sehen, was wir im Quali genau kriegen. Geht man bei den Starkregendrücken einfach ein PSI runter und setzt auf die Karte, das wird schon passen? Das habe ich gestern gemacht. Nein, Michael, sorry. Hast du ihn berührt? Ich glaube nicht. Er hat sich nur. Das Auto scheint von ihm richtig viel rumzurutschen. Aber es gibt trotzdem heute gut Punkte, egal wo man heute ins Ziel kommt. Wir sind nämlich im Moment nur 19. Mhm. Und oh, flügig traurig. Ja. Ich überlege, dass wir jetzt bei 57 Fahrern in der GTE sind. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine extra Meldung fertig machen wegen dem Abschlussevent. Weil das haben wir jetzt noch nicht mal alle mitgekriegt. Nee. Ist das Event auf welchem Tag? Eine Woche später, freitags. Ein Tag vor unserem Rennweltenrennen. Echt? Nee, das Rennweltenrennen ist einfach nach dem Saisonfinale, ne? Ja. Und sagen, eigentlich stand in der Woche danach gar nichts mehr an. Deswegen hat das so gut gepasst. Und ich hab mich vertan. Ja, wir mal, warum ich nicht mehr in die 44er reinkomme. Ein Versuch, dann fahr ich leer raus. Oh, das ging mal knapp. Mein Gott, aber ich habe auch im Moment so leichte Orientierungsschwierigkeiten. Ja, die Strecke ist auch nur schnell und nicht optimal. Die wird auch nicht optimal.
keine Chance. Ich bin schon wieder 2 Zehntel rot. Keine Ahnung. Vielleicht ist es doch ganz gut, dass es gleich erstmal regnet. Wie viel Liter? Ich bin jetzt mit 20 rausgefahren. Ist auch nicht ganz leer. Aber sieht auch nichts. Die sind aber nicht so scheiße, wie sie jetzt gerade sind. Drücke. Nee, die Drücke sind top. Aber das Auto ist so am Rutschen, dass du selbst leer nicht schneller wirst. Ja, super. Ich weiß nicht aber, woran das liegt. Klar, du hast Untersteuern und alles. Jetzt die erste Runde, wo ich mich verbessere. Vier Minuten trocken bleiben, bitte. Jetzt bin ich fast nicht reingefahren. Pff, 30 Minuten weniger reden. Es wird ein kurzer Schauer am Anfang. Das hört sich schon mal besser an. Ich bin einfach genauso schnell oder langsam wie vorher. Es fängt dann an zu regnen. Ey, ich bin nicht mal leer in die Dings über P7 hinausgekommen. Macht ihr da keinen Spaß mit? Kann ich sowieso vergessen. Frustrierend. Siebter ist definitiv nicht das Ziel.
die Leisten drücken, glaube ich, drauf. Für den Anfang der Quali. Sagen jetzt gerade die Temperaturen. 20, 25. Sind eigentlich die identischen Drücke, die wir gerade schon mal in dem anderen Trainingsding hatten, ne? Ja, so von der Wetterbedingung her jetzt ja. Ich bin nur gerade überlegen, wir waren gerade zu hoch, oder nicht? Ich bin schon runtergegangen. 5 Klicks, ne? Ja. Ey, da sind wir doch fast wieder beim Ausgangsdruck. Oh, ein bisschen warm schaukeln jetzt. Hm? Bisschen warm schaukeln. So, das hat sich gespeichert unter 2025 laden. Ach, ich bin mit Trockenreifen rausgefahren. Guck mal, da geht das schon wieder los. Man muss auch nochmal auf Quali-Sprit, ne? Ja, ja. Viel mehr 15 oder 20? 20. Da geht das schon wieder los. Der sagt aber noch Slickreifen optimal. Noch. Ja, noch. Aber ich war mit den Slickreifen schon 2 Sekunden langsamer. Die Frage ist halt, wir werden noch erleben, wie viel mehr es regnet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Quali trocken endet. Und dann geht das richtig ab, die Luzi. Da musst du richtig gutes Timing haben. Und die Runde treffen. Das ist eigentlich so worst case, das hätte passieren können. Weil wenn du nicht die Runde triffst, haben wir ein dickes Problem. Richtig dickes Problem. Das kann aber auch dem Herrn Langer passieren. Mhm. Bartel scheint schon mehr mit den Trockenreifen zu kämpfen. Ist er auf Trockenreifen noch? Mit Sicherheit, so wie er am Rumrutschen ist. Zumindest die Meldung auch jetzt. Bei schwierigen Bedingungen sinnvoller auf Regenreifen zu fahren, definitiv. Ich würde jetzt die Drücke einfach fahren und dann, wenn die Session umspringt, gucken, wie viel wir drüber sind. Und dann nochmal gegenkorrigieren fürs Quali. Eventuell. Oh, ich will nicht in Björns und Leons Haut stecken. Warum? Weil das ist auch richtig scheiße zu kommentieren. Du hast quasi laufend Verbesserungen. Ich finde das mega. Fährt jetzt keiner mehr raus, oder was? Ja, Luftdrücke passen im Moment. Ich würde mal eher sagen, die sind alle schlichtweg überfordert. Was sind denn ideale? Nochmal 30, ne? Ja. Ja. Ich glaube, ein bisschen und drüber ist in Ordnung, ein bisschen drunter. 29,7 und 29, ja. Das ist eigentlich optimal. Ganz gut, dass es jetzt noch mal so ein bisschen regnet. Ach, jetzt weiß ich, wo das Problem ist. Hm? Ich würde zumindest schon mal auf, ja, wobei Dreier Benzin gemischt würde ich schon noch lassen. Ja, bin ich auch erstmal wieder runter. Na, dafür ist die Strecke nicht nass genug. Das ist feucht. Ich hab auch
Ja, das mit den 5 Klicks, das war optimal. Ich bin jetzt eigentlich relativ genau bei 30 und es soll ja auch ein bisschen stärker werden. Ich habe 29,5. Also bei mir sind die 5 Klicks genau scheiße gewesen. Sag mal, was ist eigentlich schlauer? Mit einem trockenen Setup in Regen zu fahren oder mit einem Regen Setup im Trockenen zu fahren? Ich glaube, in unserem Fall fahren wir mit dem trockenen Setup im Regen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Max. Wir haben gar kein Regen Setup von den Ghosts. Wir haben nur trockenen Setups gehabt. Wir fahren eine Mischung aus Safe und E-Sport. Aber um deine Frage zu beantworten, ich gehe bei dieser Wetterentwicklung gerade davon aus, dass wir mehr Regen als Trocken im Rennen haben werden. Und insgesamt schätze ich die Setups auch so ein, dass die Safe-Setups ein bisschen sicherer gehen als die E-Sport-Setup. Sortiere dich mal eben. Wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich mit dem Regen-Setup fahren. Nur das ist halt jetzt auch schwierig, weil das von Auto zu Auto auch anders sein kann. Also nagel uns darauf nicht fest, aber mein Bauchgefühl sagt mir, Regen-Setup wäre besser. Beim Notfall wird das Regen-Setup auch im Trockenen funktionieren, während das Trocken-Setup im Regen zu nervös werden könnte. Kein Regen in 30 Minuten. Ende Quali wird trocken. Aber dann fahre ich glaube ich auch mit dem nassen Zeugs und dann mache ich mir einen Reifensatz trocken da einbauen. Ich glaube, ich habe mein Setup jetzt 4-mal mit den unterschiedlichsten Reifen drücken. Erstbasis. Okay. Zone 52.0 bei mir, ne? 51.4, was hast du denn gefressen? Deswegen liegt mir gerade besser. Ah, ich hab mich verbremst. Ja, ich hab viel zu wenig Druck in den Reifen. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, 0,5 vielleicht. Halbes. Ja, genau 0,5 zu wenig, die ich rausgenommen habe. Ja, mir passt das. Der Regen wird nochmal zunehmen, bevor es dann wirklich wird. Mit der Wolken bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Die ersten 10 Minuten des Qualis kannst du in die Tonne kloppen. Also, das lohnt sich da rauszufahren? Ja. Boah, der Porsche-Attraktion des Todes, das ist unglaublich. Gleich bleibt der Regen in 10 Minuten. Mhm.
trocken wird es nicht sein zum Planischrad. Nee, da wird die Strecke noch feucht sein. Das ist echt mega interessant. Was ist eigentlich mit der Halix Pecho Racing Crew? Die hat sich komplett abgemeldet. Knaup und Niesereich. Flüttinger. Nee, Knaup und Flüttinger haben sich schon im Vorfeld abgemeldet. Maxwell jetzt gerade und Böhm vor einer halben Stunde. Sehe ich nicht ganz. Weil Maxwell war nämlich vorhin noch im Trainingsserver, also. Mist! Kurz nach 6 irgendwie. Ja, der hat irgendwie geschrieben, dass private Probleme herrschen. Und er deswegen nicht mitfahren kann. Welche Zeiten fürs Spiel? 50,9. Wieso bin ich. War unglaublich, was der Reifendruck ausmacht am Pace. Ich war eine halbe Sekunde langsamer. Ich hab jetzt das 51 Kilo gefahren. Oi. Geil, geil, ich fahr jetzt auch rein. Also fahren, zurücksetzen. Okay, das wird spannend. Ich bleibe übrigens hier. Wenn ihr mir zu viel quatscht, dann mache ich einfach Mute. Okay. Vielleicht kannst du ja ein paar wichtige Strategie-Dinger mitnehmen. Ich brauche nur ankommen. Ja. Das ist nicht mal 20 Fahrer, also egal. Das stimmt. Ja, ein bisschen schade, dass sich so viele abgemeldet haben. Vielleicht fahren wir nächste Saison mal ein Nachtrennen oder so. Muss man mal überlegen. Ich bin der Gialami noch nachts machen. Ja, wir sind tatsächlich noch so ein bisschen am Überlegen, wie wir das jetzt genau handhaben. Das sollten wir relativ kurzfristig dann jetzt heute aber beschließen. Ob wir vom Abend in die Nacht fahren oder von Nacht in den Morgen. So wie bei Bathurst letzte Saison. Da sind wir ja ins Dunkeln gefahren. Weil wir müssen auch bedenken, dass wir den Trainingsserver wegnehmen. Für 3 Tage. Ja, wir müssen den heute schon online stellen. Ja, das sowieso. Das habe ich die letzten Male schon gemacht. 2, 3. So, was machen wir setup-technisch jetzt? Erstmal auf dem Setup bleiben, ne? Setup bleiben, ich habe die Drücke raufgepackt und mach 13 Liter rein und dann müsste das passen. Drücke rauf? Ja, ich war doch so unterirdisch unterwegs. Du kannst so bleiben, wie du willst. Deine Drücke sind anders. Ja. 20 Liter? Muss auch draufpacken. 13. Wenn es denn überhaupt nass ist. Feucht bestimmt. Wir haben jetzt 10 vor 1, ne? Lindner ist jetzt auch da. Ja. Sehr gut. Wir werden keine trockene Strecke haben. Noch nicht. Nee, aber möglicherweise kannst du schon auf Trockenreifen raus, ne? Glaube ich nicht. Und selbst wenn, ist es ja so, dass zum Ende der Quali, dass die Strecke immer besser wird. Wir müssen heute ans Replay denken. Ich denke mal, es könnte passieren halt, dass wir asymmetrisch stoppen. Von der Rennlänge her. In der Regen in 10 Minuten. Aber es regnet halt in 10 Minuten noch und 30 sind erst Wolken. Kann halt auch sein, dass 15 Minuten von der Quali noch nass sind, ne? Ich bin doch nochmal ein bisschen runtergegangen von den Drücken. Was hätte noch? Public ist, glaube ich, noch gültig unterwegs. Ja, das ist der einzige Graue.
Ferrari OP, wenn ich in die Top 10 gucke. Boah, nur noch 10 Minuten Regen. Ist ja gar nicht weitergegangen, oder was? Ne, aber sind die 10 Minuten von eben noch nicht um. Ja, lange fährt uns um die Ohren, garantiert erstmal. Drei oder sechs? Drei, ne? Ja, ich glaube auch.
fliegt. Thank you.
Microphone muted. Na, ich zock jetzt mal einen Moment. Ich gehe davon aus, dass es gleich noch trocken wird. Wobei die Frage ist natürlich, ob die Strecke noch trocken wird, ne? Microphone activated. Wenn ich richtig sehe, ist jetzt nur der Dani draußen. Ich weiß halt nicht, ob man zocken sollte und drauf warten sollte, ob es noch trockener wird gleich. Dass man mit Trockenreifen rausfahren kann. Let's go! Ja. Ich wollte nur eine Zeitgesetz haben. Bart. Ich fahre jetzt auch wieder rein. Nur es regnet und regnet und regnet. Schneller als das werde ich auch nicht. Doch. Wenn es trockener wird. Ja, in diesen Bedingungen meine ich jetzt. Ich weiß nicht, mein Gefühl sagt mir, es kommt nicht mehr der Trockenreifen jetzt. Ich würde auch feucht nochmal rausgehen. Ich muss die Drücke auch runterpacken, die sind zu hoch bei mir. Also fährst du jetzt auch raus, ne? Erstmal. Ich stecke eigentlich schon gut. Ja, sicher, jetzt hat's aufgehört zu regnen. Ich fahr wieder rein. Boxes Lab, sofort. Gut, dass ich gerade in der Innenstadt bin. Warte. Michael, bist du auch noch drin? Ich stehe in einer Box, ja. Lass uns mal einmal ganz kurz rechnen. Wenn ich bei 0-0, die Rundenzeiten werden sich bei 1,50 in etwa einpendeln erstmal. Wenn nicht schneller. 2,4,6. Boah, der Timing muss jetzt sitzen, ne? Also 10, 2 Minuten, 3,50. An 3,50, bis wir an der Box sind, dauert zu lange. 4. Bei 5,50, merkt Michael, könntest du rausfahren und dann hättest wahrscheinlich 4 Outlap und 3 gezeitete. Ich wollte nicht fahren. Okay. Die Mitte war ohne Quali ganz hinten. So, und wir? Zwei fahren wir Minuten. Jetzt wieder rein oder fahren wir eine Runde? Nein, nein, wir fahren sofort wieder rein. Glaube ich. Wirklich? Warte jetzt. Nein. Ist der Lange auch drin? Der Lange ist draußen. Nein, der ist draußen. Boah, ich glaube, die Strecke wird nicht trocken. Also bei 4 Minuten müssen wir raus. Für 3 Runden. Outlap und 2 Hotlaps. Problem ist die Strecke, die wird jetzt nicht nasser. Man könnte jetzt zocken und sagen, wir fahren auch trocken raus. Boah, Scheißdreck. Ja, selbst auf schmierig war die Strecke doch noch. Na, Lange kommt auch rein. Mhm. Komm, YOLO. Trockendrücke. 2, 3, 4, 6, 9 Liter müssten reichen. Nummer 10 mit. Die ist trocken. Gegenreifen Optimalmeldung ist nicht drin. Ja, okay, okay. 49, drücke.
Brücke etwas hoch, ne? Ja. Die Strecke ist gut. Mit, Six. Komm, entweder fluppt oder fluppt jetzt nicht. Die Reifen kommen, oder? Ich bin zu wenig hochgegangen. Ist egal. Ist er lange vor dir? Ja. Scheiße, dann seid ihr noch hinter mir. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr nicht sogar zu spät seid. Ich muss dann nochmal nachregeln. Max, ich bin als erster von uns rausgegangen. Also. Mit Mike geht es im Vordergrund. Das Zelta sagt aber immer noch Regenreifen besser. Fährt sich auch gerade nicht schön. Wir hätten auf Regenreifen bleiben sollen. Car on the left. Be on the left. Auf die Linie? Schnell rechts runter geht nicht voll. Rennstart gleich trocken. Ich werde nicht in eine neue Runde kommen. Durch. Der Schock ist gut. Schmierig. Mist. Ich fahre noch eine Position zurück. Es wird sogar richtig teuer werden noch für euch.
Bethgrätzer könnte noch kommen. Bartel auch. Die Träger ist vorbei. Yes! Come on! Nice! Ha! Geht doch! Oh, Kretzer und Bartel vor lange. Ich wusste, dass sowas schief laufen muss. Da trainiert man so oft und vergisst das Qualifying zu berücksichtigen. Hendrik startet Prämie. Ja. Yellow Flag in Sector 2. Ja, ich war davon ausgegangen, Nick, dass wir miteinander rausfahren. Dieses Drücke korrigieren, das hat hier, glaube ich, die nötige Zeit gekostet. Gute letzte Runde, ey. Ich hab so gezittert am Fuß, das ist unglaublich. So, viel wichtiger ist jetzt stark regnen in 30 Minuten. Toilette. Okay. Toilette. Mikrofon muted. Ich hab keinen Plan, womit ich jetzt losfahren soll. Ich bin mal eben auf Klo und denk auch drüber nach. Die Drücke haben eben überhaupt nicht gepasst. Ist er. Doch, du kannst besser zu viel als zu wenig haben. Ja, wie viel würdest du denn mitnehmen? Mikrofon aktiviert. So, was machen wir? Wir kriegen ja Starkregen in einer halben Stunde. Also sollten wir auf Trocken auf jeden Fall losfahren. Oh, Scheiße, ey. Das Problem ist, dass meine Reifendrücke überhaupt nicht passen. Trocknen? Ja, weil ich habe gerade mal versucht, aber gerade war die Strecke ja auch noch schmierig. Ach, ich fahre da einfach mit, scheißegal. Wird wohl schief gehen. Also unsere Drücke, ich weiß, bringt dem BMW jetzt nichts. Sind aber 24,9, 25,7, 24,5 und 25,1. Also eher 25 rechts und eher 24 links. Jetzt ist nur die Frage, wie viel tankt man? Tankt man eine halbe Stunde? Weil rein müssen wir so oder so, egal was kommt. Und da kann man im Notfall nachtanken. Dann ich weiß halt nicht, muss ich nicht unbedingt, ne? Nee, Reifenwechsel. Nee, wenn du durchfahren kannst, brauchst du nicht tanken. Denk daran, frische Reifen aufzuziehen, bitte. Wird ganz eng mit durchfahren. Mhm. Aber ich muss ja noch einen Boxenstopp machen. Da könnte ich ja noch einen Schluck nachtanken. Vielleicht stehe ich nicht ganz so lange. Eben, Nick, das ist auch mein Gedanke. Obwohl Reifenwechsel dauert 30 Sekunden. Ja, ne? Ist Fixzeit. Dann ist es auch egal. Ja. Heißt, Nick, wir tanken für 40 Minuten, okay? Oder 35. Wir kriegen ja in 30 Minuten nass. Da können wir sowieso nicht mit Trockenreifen fahren. Das sind 2100 Sekunden bei Zeiten von, was fahren wir gleich? 1,44er, denke ich mal. Durch 104. 21 Runden werden trocken sein. Na, oh, jetzt lass das mal rechnen. 50. Ganz sicher. Ganz sicher. Auch wenn der Regen ein paar Sekunden später kommt. Ja, ich habe mit 35 Minuten gerechnet.
Wir können auch 60, wobei 60, doch, lass uns 60 fahren, ist egal. Dann müssten wir 80 nachtanken. Nein. Oder wie viel? Wir brauchen nur 125 Liter, ganz grob. Ja. Also 70 nachtanken. Müsste reichen, ja. Eher 65. Geht ja, man, 70. Geht man dann auf die, für leichten Regen die Drücke oder für den schweren Regen? Das müssen wir gucken im Rennverlauf. Jetzt gehen wir auf die normalen, auf das normale Trockensetup mit 60 Liter. Und dann... Ich habe beides mal eingestellt, deswegen... Dadurch, dass wir Starkregen kriegen, müssen wir gucken, wie lange der ist. Wenn der nur kurz ist, von der kurzen Dauer, dann nehmen wir so ein Mittelding, sag ich mal. Alles gut. Dann nehmen wir passt die... mir halt gar nicht, dass ich hinter Johann Petriga bin. Das hätte eigentlich nicht schlechter laufen können auf der Strecke. Ich werde so nach hinterher hängen gleich, ne? Ihr fährt da vorne alle mit, ihr drei Porsche und Ferrari davon. Okay, holy moly. Aber vom Regen werden wir profitieren. Ich glaube auch, Nick. Wobei, ich muss vor den Porsche flüchten, die waren extrem stark im Regen. Neben mir startet Hendrik hinter mir. Ja, erstmal Strategie 3 ein. Dito. Stimmt, ich guck jetzt schon in der Einführungsrunde, dass der Boxenstopp passt. Mischung trocken. Nee. Strategie. Regen in 10 Minuten. Ja, super. Das ist nicht gut. Nee. Aber ich gehe, glaube ich, trotzdem mit den schweren Drücken schon raus. Und dann hau ich mir die Reifen mal kaputt. Tankt das Auto bitte so nach, dass ihr gefühlt 120 Liter habt. Ja, hab ich. Und dann fahrt mit den Starkregendrücken raus. Leute, fahrt doch mal, was ist das hier für eine Lücke? Rosenjäger fährt auch nicht. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass sie alle auf Regenreifen losfahren. Ja. Aber die 10 Minuten kamen doch gerade erst. Bei der Einführungszone. Also. Für den neutralen Zuschauer ist das ja richtig geil. Also wie gesagt, ne? Regenreifen aufziehen, voll tanken und mit den Regen, Starkregen drücken. Ja. Der Abstand, den wir hier einfach haben. Und dann feuern, feuern, feuern. Ich würde jetzt genau auf 120 Liter rauskommen. Schon mal viel Glück an alle, ne? Mhm. Ja, gleichfalls. Viel Glück. Auch so. Maximal 70 oder 80? Wie war nochmal? 70. 80. Ist doch gleich hier. Ne, die kommt ja hier nicht, die Anzeige. Lange ist schon zweiter.
Unfall hinter mir. Ja, ich wurde hinten weggeräumt. Irgendein Porsche. Entweder Gretzer oder Bartel ist mit jemandem aneinander geraten. Ich hab einen Stock aufs Heck bekommen. Ich hab mich in T1 rausgedreht. Mach doch nicht! Ach super, ich habe jemanden rausgedreht. Gütefüger. Der hat aber auch die Linie zugehauen. Keine Ahnung, muss ich hinterher angucken. Ich bin jetzt hinterm Lexus, hinter Public. Das ist sehr gut, Schaden habe ich. Schon die erste Warning, ich muss doch bescheuert spielen. Ach, schon seid, ey. Leck, Profano. Gibt der lange mir einfach einen Klaps auf den Heck und fährt vorbei. What the fuck, also wirklich.
deswegen nicht mal anfangen. Okay, meine nächste Runde. Verliert dermaßen Zeit hier gerade, ne? Der Regen wird mehr. Das wird richtig pervers, glaube ich. Ja, dann überlegen, ob ich reparieren soll, weil ich habe keinen Bock damit. Wäre ein Schaden umzufahren wegen. Regen angefangen. Box, Box, Box an alle, die jetzt kommen. Ich bin schon daran vorbei. Ich war neben der Boxenauswahl. Einfach. Bist du auch in dieser Kolonne? Ganz vorne hinter Pavlik. Was? Ich weiß nicht, ist glaube ich noch eine Runde zu früh. Sicher? Also für uns hier vorne? Du kannst reinfallen. Ich mach das gleiche wie lange. Alex. Draußen bleiben. Mach rein. Echt? Spitz ist komplett draußen. Wobei Nick macht das Gegenteil von Pavlik. Wet mit extrem drücken. Jo. Lohnt sich auch nicht ein Stück runter zu gehen damit jetzt, ne? Nein. Ohne reparieren. Dran vorbeigerutscht. Yes! Ja, verschieb mich nochmal 18 Meter. Bitte, Max, bitte, hier der Regenverbrauch. Ich meine, der Spritverbrauch weniger. Dann macht das mit. Also, wenn ihr voll tankt, Reifenverschleiß ist kein Thema. Das müsste alles passen. Erfolg. Ja, Rosenjäger war auch schon. Flickbox. Muss vor dem kommen.
Sonst ist das Rennen gelaufen. Steht er schon? Ja. Und der Lange ist vorne weg. Scheiße. Ah, Public fährt schon raus. Ja. Denk daran, wir können nicht fahren. Bin vorbei. Doch noch gerade so gereicht. Klingt auch gerade nicht so, als wenn der Regen heute nochmal aufhört. Ich bin nach Holz war vorbeigekommen, obwohl ich knapp 6-7 Sekunden hinter dem war. Ich bin 2 geworden. Zimmer, das ist lächerlich, was das Spiel hier veranstaltet jetzt gerade. Waren da immer noch welche, die nicht drin waren? Ja. Der Chaos fährt immer noch. Er sagt bloß, das sind welche, die auf nass losgefahren sind. Dann dreh ich ab. Ich kann ausschließen. Also beginnen mega langsam. Viel zu hoch im Moment. Muss man sicherheitshalber mal so um die 20 Sekunden nach hinten rausfahren. Ich kann die Situation vorhin mit dem Rosen, mit dem Betrüger nicht ganz einordnen. Das ist safe auf Regenreifen raus. Los. Es fällt aber nur 2-0 an. Noch mehr Regen? Ja. Thank you.
Hauspack immer noch. Drücke gerne runter. Thank you.
Wertbetrüger noch? Ja. Okay. Peter? Er ist vor mir. Drücke bei euch auch nicht so. Ich hab zu viel Traktion aus der letzten Kurve raus. Ich bin noch im falschen Mapping, fällt mir gerade ein. Chaos ist bei mir angekommen. Immer noch nicht drin, ne? Ja. Apropos Mapping, könnte ich auch mal hochstellen. Haus drin.
Kannst du mich hören? Ja. Ja. Ich euch aber nicht. Ich hab keinen Sound mehr. Oh nein. Weil das hört er ja nicht. Ich bin zur Runde 1,5 Sekunden schneller etwa als Rosenjäger. Ich bin dran. Ich war schon seit 4-5 Runden 1,5 Sekunde hinter lange her. Hallo? Hallo? Test, Test. Hallo? Ich kann euch wieder hören. Keine Ahnung, was da los war. Oh. Mann, Breitheit, ey. Weniger Regen in 30 Minuten. Hilft mir auch nicht. Fahren ohne Sound ist irgendwie echt kacke. Vor allem, wenn man nach Drehzahl fährt. Teilweise. Merkt, dass der Regen zugenommen hat. Also jetzt gerade finde ich den Regen auch optimal. Nee, der kann wohl noch ein bisschen hoch. Ein bisschen hat er noch. Auch unter 2-2. 2-4. Ich hoffe, das reicht wirklich. 2,4? Ja. Und wo hast du den denn hin? Hinten raus. Sophia war im Training nicht einmal verbraucht. Braucht mich nicht. 2-3-3. Das ist aber spürbar, das ist unfassbar. Ich hätte fast lange abgeschossen. Er hat zum Glück wieder aufgemacht. Selbst Kretzer und Gittner sind schneller als lange vorne, glaube ich. Mies. Ich verliere wieder auf Lindner. Die Gap zwischen Rosenjäger und Lindner ist fast 20 Sekunden. Ich weiß, ich bin direkt hinter Rosenjäger. Ich meine, in der Meisterschaft. Ich musste ja mal wieder alles schief gehen. Ich bin abgeflogen.
Warten, dass die Reifen ein bisschen schlechter werden, noch mal lange. Was ist los? Eine Warnung dafür, dass ich das Auto irgendwie fangen musste. Alles. Keine einzige. Welche TC-Schwelle habt ihr drin? Eins. War ganz kurz. Wichita Lindner, ja, herzlichen Glückwunsch. Hier ist gedreht, weil ich wieder zu spät gebremst habe. Scheiße.
Ich glaube, wir haben viel zu viel Sprit. Ich hoffe. Mein Verbrauch ist 233. Wie viele Runden hast du denn noch? 35. 34. Finde ich jetzt nicht so zu viel. Deutlichkeit hat ihr Maximum erreicht. Sehr gut. Mindestfahrzeit runden oder zeittechnisch gesehen? Zeit. Glaube ich. Aber ich habe die Frage nicht verstanden. Nein, die. Also. Für die Wertung. Ach so. Runden. Überhaupt nicht fahren, ey. Weil er ausgeht. Was? Ich komme hier überhaupt nicht vorwärts. Ja, wofür bitte? Weg in den Drive-Thru, weil das ist absoluter Quatsch. Die voll auf der Bremse und kriegt den Drive-Thru. Das ist wie bei meiner Warnung gerade. Auf der Bremse stehen will ich das Auto halten und krieg trotzdem den Cut. Warning 1. Ach, ich hänge fest. Erst hinter Lange und jetzt hinter Lindner. Schade. Mit Lindner ist besonders bitter, nicht wegen mir auch. Ich komme aber zum Verrecken nicht vorbei. Ja. Ich komme auch gerade an Rosenjäger nicht vorbei. Wir haben uns eingependelt. Blöderweise. Musste auf einen Fehler hoffen.
Ich kann zu lange warten. Ich kann nur noch hoffen, dass die anderen nicht durchfahren. Keine. Wir dafür schon, hoffentlich. Ja, 35 Runden werden wir nicht mehr fahren. Ja, gerade. Ja, Rosenjäger gewinnt wieder Abstand. Das wird nichts mit V5 heute. Gelsen steht irgendwo auf Stadtziel. In die Wand eingeschlagen. Jetzt so Red Flag. Da komme ich nicht hinterher. Mein Gott, ey, ich kann nichts anderes mal versuchen. Sobald du von der Linie runter bist, verlierst du Zeit. Ja, ich gondel das Ding auf 3 zu Ende. Geht der Verbrauch wieder hoch. Lohnt sich noch nicht mal mehr. Dann gibt es doch einzulegen. Ich weiß nicht, wie viel schneller man fahren könnte. Weil die Drücke, die werden jetzt weiter steigen. Und der Reifenverschleiß, wir haben es gestern gelernt, überlebt nicht länger als 50 Minuten. Thank you.
Stop mindestens 50 Sekunden verlieren, ne? Ja. Die Reifdrücke nie den Optimalbereich erreicht. Guter. Der Lindner fällt mir jetzt auch weg. Die Kratzer drückt auch. Sehr viel Starkregenbrücke gewechselt, ne? Ja. Ja. Und denkt dran, wir sind immer mit 75 Liter circa rausgefahren im Training und jetzt sind nur noch 38 Minuten. Geht 41 Minuten jetzt schon. Ich glaube, ich würde ein dieses Ei aus den Regenreifendrücken rausnehmen und an die Box fahren. Willst du echt riskieren? Ja, ist doch alles scheißegal jetzt. Meister werden kann ich nicht mehr. Bevor ich hier den Kratzer noch weiter aufhalte. Warte, kommt von hinten. Das ist ja super. Also noch bin ich mal P6 sicher. Kann ich reingehen. Keine Ahnung, ich reingehen. Ja, ich würde schon mal rein. Dritte Warnung. Ja, ach komm, ich gehe los. Ich bin ganz. Richtig Zeit, glaube ich. Der Patrick will ich nicht unbedingt kommen, das ist scheiße.
Boah. Was für ein Rubberbanding man auf der Stadt hier teilweise hat. Was? Ist vor und zurück. Gerade mal ein Rosenjäger. Das ist ganz schön kaputt hinten. Oh, nix sind nicht schön. Ach, Mann. Man kann noch zwei Kämpfe fahren hier. Das ist jetzt nicht die Scheibe gelaufen. Passiert. Ich bin hinter Beußen. Komm schon wieder nicht vorbei. Besser. Das wird aber trocken.
einfach reingehen lohnt sich nicht mehr. Rosenjäger wieder schneller. Oh, Boysen, ey! Ich komm nicht vorbei. Ich verliere hier gerade die Tabieren, Boysen, dass er rennt, wenn die nochmal rein müssen.
Da können wir jetzt Strafe, glaube ich. Das bleibt auf der unten Seite, wenn du gleich kannst. Ja, letzte Runde 52-1, letzte Runde. Ich bin auch schon eine 51-2 gefahren. Ich hab leider 3 Sekunden Schaden im Heck und vorne. Vorhin vorne keine 2 mehr steht. Platzierung? Nein, Rundenzeiten. So. Er mir hört zurecht, aber ich muss auch noch ankommen. Ich bin schon von meinem Hoppermann, also von Platz 16 überrundet worden gerade. Ich habe keine Ahnung, wo der 18. ist. Den habe ich einmal auf Start gesehen und dann nie wieder. Müsste der Gilson sein. Ja, der ist 3 Autos hinter mir. Der ist der Sektor, also jetzt. 2 Autos vor mir. Und 2 stehen in der Box, also. Gibt Punkte. Die Trigger ist eingeschlagen. PC. Ich habe eben auch kurz über Nacht abzustellen, aber. Ah, in deinem Fall. Dann habe ich gesehen, dass Jared ein BT hat und einfach nicht wieder rausfährt. Dann kann ich auch weiterfahren. Habe ich am Platz geerbt. Ja. Ich habe in jeder Kurve Untersteuern des Todes. Egal wie schnell ich da hier rein, egal wie schnell ich da rein und rausfahre, ist es eine Katastrophe. Ich glaube,
Voll egal. Der Stint-Timer vom Ferrari kriegt die 60 nicht aufgelöst, der springt zurück auf 0. Ich bin mal gespannt, ob die durchfahren vorne. Das ist meine einzige Hoffnung noch, dass irgendeiner da vorne nochmal reinfährt. Mhm. Ich glaube, das wird zu eng, deswegen wird das keiner machen. Jetzt fahre ich zu weit raus, ich muss die Klappe halten. Scheiße, Mann! Der Rick ist schon 7-mal damit vorbeigefahren, oder so, gefühlt. Streicher mit, ist aber nicht scheiße egal. Boysen hat dir halt ordentlich Zeit geraubt. Den Wasser war jetzt vorbei, ne? Ja, aber. Wir sind drüber fährt in der Box. Oder so. Alles. Ganz am Anfang habe ich echt gedacht, das wird was heute, aber mit dem Stupser vom Lange, als er mal vorbei war. Lange ist 3 Sekunden hinter mir. Du kannst mal gleich darauf achten, ob du da unten Seiten fährst, wenn du das schaffst. 1,50. 1,50? Ja. Ach, das ist lächerlich, ey. Acht Sekunden vor Lindner und Grötzer. Ich weiß nicht, ob das so clever war, in die Box zu fahren. Ich fand nämlich genau die gleichen Scheißseiten wie vorher auch. Da hat einen Regen, aber dann auch keinen Unterschied macht. 1,51,2 die letzte. Gefahren? Ich dachte, ich hätte gecuttet. Kniebiege verstanden. Gerissen ist hier wieder vorne. Der Barsch hat auch 51, ey. Ist ganz auch. Ich fühle gerade alles im Gleichschritt unterwegs. Ja, ich war 50-1, aber das bringt dir gar nichts. Ja. Bist aber noch mit Regen unterwegs? Natürlich. Mann, wieder verbremst zu einer Alter, ich hätte auch gar nichts mehr in diesem Rennen. Ja, so kann man auch vorbei lassen. Thank you.
Ich verstehe auch nicht, wir fahren jetzt schon über eine Stunde auf diesem Reifen, ne? Und keiner hat einen Verschleiß, nicht mal ansatzweise. Wir sind im Training auch 50 Minuten gefahren. Da waren diese scheiß Hinterreifen beim Ferrari einfach auf 1, boah, weiß nicht, 3 runter. Die waren tot. Und hier passiert gar nichts. Außer, dass ich jetzt das ganze Rennen weggeworfen habe, die ganze Meisterschaft jetzt weg ist. Wenn man einen Lied nämlich vielleicht auch noch kriegt, ist echt zum Kotzen, wirklich. So viel trainiert für die Tonne, echt. Ein Katastrophenrennen war das heute wieder. Wir haben so viel trainiert, wir waren so gut unterwegs und dann kommt ein langer Lindner, trainieren nicht mal und sind schneller als alle anderen. Es fuckt mich so ab die ganze Zeit, echt. Es war halt der erbärmliche Versuch, etwas anderes als alle anderen zu machen. Lami werde ich nicht viel trainieren. Wozu auch? Für vorne reicht sowieso irgendwo und für lange reicht halt nicht. Egal, was man macht. Da war definitiv zu viel Sprit. Ich habe für dich ein bisschen aufgehalten. Es ist aber auch schwierig vorbeizulassen in dem Moment. Ja, da musste ich auch ein bisschen zu viel lupfen jetzt eigentlich. Das hat schon mal vorhin besser geklappt. Mhm. Aber egal. Eben. Mein Fuß juckt. Alles egal. Hoffentlich überleben die Reifen das. 10 Minuten, ey. Mhm. Nick Betrüger hatte, glaube ich, eine DT. Okay. Jetzt 5 Zentner, blau, hinter mir. Aber wie viel Druck habt ihr in den Reifen? 31,6. 31,3. Genau 30. Ja. Michael hat alles richtig gemacht. Das war nicht zwischendurch, als der Regen so stark war, hatte ich nur irgendwie 29,1,2. Ja, ist doch alles scheißegal, wie die Reifen drauf sind. Die Autos fahren doch trotzdem schnell genug. Das ist so lächerlich. Reingehen wird jetzt, glaube ich, keiner mehr. Eigentlich habe ich echt damit gerechnet, dass die Reifen gekühlt werden. Wenn man weit, weit, weit über eine Stunde fährt. Aber anscheinend ja nicht.
verstehe nur nicht, Nick, warum wir auf dem Ferrari nach 50 Minuten einmal nur 1,3 hinten links hatten. Ja. Das hattest du ja noch gesagt gehabt, ne? Das haben wir ja gar nicht getestet. Boah, ich muss jetzt so krank lupfen. Boah. Also ich werde für Kielami nicht trainieren, ist scheißegal. Der andere aus dem Stand ja genauso. Wieder 2,4 Stunden? Mhm. Okay. Genau. Und vor meinem Boxenstopp war ich auf jeden Fall fast eine Sekunde langsamer als Lindner und Kretzer und ich weiß nicht warum. Ja. Das Kota-Phänomen war das quasi. Nächste Woche schon Bathurst, ne? Ja. Oh nein! Kann man direkt weiter mit Cockpit fahren. Geht bloß Gas. Hast das Auto verloren. Ein frustrierendes Rennen bin ich noch nie gefahren, bin ich ganz ehrlich. Glaube ich dir jetzt nicht. Ich habe mich kein Rennen erinnern, hast du irgendwie jetzt. Guck, gerade das Test verlassen. Hast recht. Ich glaube, ich kommentiere nächste Saison wieder. Ist weniger stressig. Echt so. Ich kann nicht immer alles gut laufen. Jetzt macht Rosenjäger Fehler, wo der Abstand wieder zu groß ist. Come on. Noch mal langsam machen, noch mal wieder ein bisschen einbremsen oder so. Der Nick hängt seit der Startphase gefühlt hinter Rosenjäger jetzt. Ich glaube, das hilft nicht. Du kannst ihn nicht überholen. Fünf Minuten, acht Sekunden vor Hendrik. Boah. Hast du das? Ja. Einfach nicht wegwerfen. Ich will nicht so was aus der Reifen rauszuholen. Soweit das noch möglich ist. In der Luft drin, macht nichts. Wenn ihr rausgeht, dann fahr ich auch nochmal rein. Pfützen. Motor Mapping 3. Ja. Ich kann ja ein bisschen Sprit abgeben, wenn du willst. Und noch für 11 Runden Sprit, also. Nee, ich hab noch 13. 9. 11. 11.
Wie konnten wir so verzocken vom Sprit, ey? Das ist so unglaublich. Er braucht halt weniger als gedacht. Ich glaube, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir hinter Autos festhängen. Ja, ne, lustig. Ja, halt macht 30 Liter aus. Wer weiß. Automapping hochgegangen. Bin an Rosenjäger dran. Er hängt hinter der Überrundung fest. Komm nicht schneller ran an meine Zeiten. Also Tobe treibt's noch weiter und bleibt einfach bis zur Stadtziel gerade vor. Michael, also alles in Ordnung gewesen. Wo lässt er denn jetzt vorbei? No, alles klar. Ich war noch off track, der donnert mir sofort die DT rein. Oh nein. Ach, das ist doch. Ich war am Verzögern, ich stand auf der Bremse. Junge, 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 das ist eine Scheiße. War jetzt sowieso ein Streicher, aber alles egal. Ich hab nur 20 Sekunden nach hinten, ich verliere noch zwei Positionen. Boah, Michael, brauchst du mich lieber vorbeilassen? Fahren wir nochmal durch die Box. Dachte ich. Jetzt. Wow. Ich glaube, wenn du durchfährst und die nicht absitzt, ist der Zeitverlust weniger. Ich glaube, den 60 Sekunden. 60? Ja. Hör auf! Du kriegst einfach keine Brille Rookie-Liga am Mittwoch. Du kriegst bei mir nur 30 Sekunden Strafe nur. Wenn du durchfährst, verlierst du mehr, glaube ich. Okay. Oder nicht? Keine Ahnung, ist egal. Testen wir. Alles scheißegal heute, haben wir gelernt. Ich baue aber auch nur noch Scheiße, ja. Die Reifen sind durch, die sind tot. Das glaube ich bei der SQ30 oder so. Mhm, das kann sein. Ja, stimmt. Der Rookie hatte Speeding und der SQ30. Ja, nur 17 Sekunden nach hinten. Ich hab so viel Zeit hinter Boysen verloren. Wegen hat aufgehört. In der letzten Runde das Rennens, ey. Jetzt Reifen wechseln. Ja, ich fahr jetzt rein. Ich bin reingefahren. Gut.
Boah. Sellerie mit Dip. Neuer Stream-Zuschauer. Hat jetzt aber geschrieben, dass die DT ca. 24 Sekunden kostet am Grauring und ich eine 30 Sekunden Strafe bekomme. Okay. Ja. Aber ist sowieso alles egal, weil das Ergebnis ist jetzt heute sowieso nicht. Ich glaube, mein Streicher vom Kota ist jetzt Platz 6. Das war heute ein geniales How-to-Verkacken, die Strategie. Zweite Warning, also da drückt der sofort eine Warning rein, sobald du draußen bist. Du hast noch nicht mal die Möglichkeit, mal kurz zu verzögern. Das war so close. Ja, dann schon mal danke fürs Zuschauen. Der Stream, der ist quasi mit der Zieleinfahrt beendet. Unglaublich, wirklich. Wenn man überlegt, wie viele Stunden man dieses dämliche Training vergeudet hat. Hast noch den vierten geholt. Eigentlich von der Positionierung kacke gewesen. Tschüss, Stream.